Hallihallo, ich bin der Game Demon und wir schauen uns heute auf Endstream den SNES-Titel Kongo's Kappa an. Der ist von Data East und ich sag mal, mit dem Setup sind sie ja nicht so ganz unbekannt, denn mit Joe und Mac und mit Caveman Ninja haben sie ja schon zwei Reihen, also zwei Reihen geliefert gehabt, die ganz solide waren. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal den Titel an. So, Geschichte ist ganz einfach, man ist ein Affe und ja, ich glaube, die Freundin ist entführt worden und dann kriegt man so welche roten Pillen, indem man sich in eine Menschenform verwandeln kann. Das sieht man jetzt hier eigentlich auch im Intro. Und zieht dann halt los, die Freundin zu retten. Oh, haben wir die roten Pilze. Also Optik eigentlich ganz knuffig. Und ja, Melodie auch eigentlich. Also solide bis jetzt. Oh, der Bösewicht kommt. So, da sind wir einmal getroffen worden und wieder ein Affe. Dü-dü. Und der Dämon oder Vampir, was das da ist, hat unsere Freundin gekidnappt. So, auf geht's. So, mal so eine Oberwelt, die wird hier so angezeigt. Also, hier so vier Levels, bis man so einen kleinen Minibus trifft. War noch nicht, also ich war noch nicht da, deswegen weiß jetzt auch nicht, was da kommt. Aber kurz angespielt hatte ich schon mal. So, solides Jumpen ran. Mit nach oben drücken und springen kann man höher springen. Man kann eine Keule rausholen und schlagen. Und was ganz witzig ist, na gut, bei dem jetzt nicht. Mal den nächsten Gegner. Hier hat man so eine Slot-Machine. Ich muss aber dazu sagen, ich habe noch nichts da rausgekriegt. Hier, die sind ganz witzig. Da kann man sich draufstellen und dann höher springen. Ziemlich lustig. So. Kann die auch irgendwie verschieben und dann so zip, durch. Ja, ich guck mal, was das ist. Wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon mal gucken. Komm mal her, ja. Geht nicht. Machen wir andere Seite. Ach, jetzt habe ich alle gekillt. Naja, egal. So. Oh, mal sehen, wo es dahin geht. Oh. Geheimlevel, geil. Das war doof. Ah, jetzt sind wir auch da an dem Punkt vorbei. Naja, egal. So. Das hatte ich beim letzten Mal schon. Das ist ein Bonuslevel, das ist ganz cool. Da können wir uns jetzt nämlich ein paar Leben wieder zurückholen. Eins habe ich ja schon verdaddelt. Na. So. Also klassisches Ding, so wie bei Sonic oder so, ne? Wo man so ein Bonus-Ding hat und mal einiges einsammeln kann. Den kriege ich dann noch jetzt.
keine große Herausforderung hier. Man muss halt rausfinden, dass man höher springen kann, ne? Sonst ist das jetzt nicht so wild. So, jetzt haben wir 6 Leben, das ist ja schon mal was. So eine Pille. Oh, bleib hier. Mal gucken, was die bringt. Okay, nichts weiter. Ah, okay. Die Kamerasektion kann man nicht verschieben. Schade. Jetzt bräuchte man wieder so ein blaues Pillchen. Weil es halt das mit. Oh. Ja, das war. Okay. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Aber der Dino war eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Gucken wir mal. Okay, dann haben wir wieder ein Leben. Uns das wenigstens wieder zurückgeholt bzw. ausgeglichen. Ja, na egal. So, jetzt müsste der angehupst kommen wieder gleich. Den haben wir geschafft. Hab ich irgendwas gekriegt dafür? Nee. Oh, 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 der nochmal da. Ist das so ein Endboss? Okay. Okay, Level geschafft. Okay, scheint kleiner Miniboss zu sein. Oh, ganz cool eigentlich. So, schauen wir mal Levels bei. Was macht der denn? Der robbt. Oh, nicht schlecht. Oh, komm, gib mir. Ja, genau. So. Oh, ganz cool, wenn bei der Slot Machine mal was rauskommen würde. Weil was bringt mir das bis jetzt? Weiß ich noch nicht. Ah, hier wäre sowas. Ah, okay, jetzt habe ich so einen roten da oben gekriegt. Mal gucken, was passiert, wenn man 3er hat davon. Wow. Mist. So viel zum Thema, das ist wieder weg. Können wir eigentlich auch auf den oben drauf? Ja, scheint auch zu gehen. Oh. Na gut. Okay, da geht's nicht weiter. Thank you.
Ah, zu nah dran. Na gut. Also ich muss sagen, nicht zwingend schwer, aber ich würde sagen, dass so diese relativ kleine Ausschnitt vom Bildschirm bzw. dieses Scrollen durchaus manchmal ein bisschen doof ist, wenn man dann nicht so, oder ein bisschen langsames Scrollen, nicht so sieht, wann die Gegner da sind. Oh, jetzt sind wir wieder da. Lacht, wenn wir das jetzt nicht mehr schaffen würden. Okay. Schade, aber schon. Wie oft habe ich jetzt schon Shred Machine gemacht? Und noch ist nichts rausgekommen. Oh, die kann man wegschießen. Interessant. So. Okay, da könnte ich vielleicht. Zwei. Haben wir noch den dritten? War da nicht noch einer? Nee. Schade. Oh ja, zu Ende. Okay. Also Stream läuft bis jetzt ziemlich gut, muss ich sagen. Also Endstream auf jeden Fall saubere Emulation. Reaktionen und sowas sind wunderbar. Kann man gar nicht meckern. Und das Spiel, ja, also ganz nett bis jetzt, würde ich sagen. Also ein ganz schönes Jump'n'Run. So, was ist hier? Okay, kann man sich. Wenn ich jetzt in Zahlen machen müsste. Also ich habe es noch nicht so weit gespielt, aber wenn es jetzt einmal so bleibt und vielleicht noch ein bisschen Abwechslung bietet. Dann ist es vielleicht kein Super Mario, aber schon durchaus ein ernstzunehmender Jump'n'Run-Titel. Was ist das jetzt hier? Okay. Okay, da kann man sich festhalten. Naja, das meine ich jetzt, dass man die Kamera nach unten schieben kann, ist natürlich ein bisschen doof. Ja, wie mache ich das jetzt hier? Wie komme ich an die zwei Dinger ran? Ich kann ja gar nicht schlagen so. Oh doch, da. Okay. Ach, nur solche. Schade. Okay, muss ich erstmal da hoch? Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Figur eigentlich ganz witzig so, wenn man jetzt der kleine Affe hier rumbüttelt. Das ist ganz cool. Hat irgendwie was. Ja. Na komm her. Ey. Komm doch mal runter. Nee, geht nicht. Na gut. Kommt hier noch jemand hoch? Ja. Nein! Oh, bin ich doof. Ja, das war dumm. Da war das Ende. Ich würde sagen, wir versuchen mal die erste Welt zu beenden. Da waren ja noch zwei. Das sah jetzt eigentlich aus, als würde das nicht so lange mehr dauern. So. Ah, okay.
Mal sehen, vielleicht kriege ich mal hier mal was bei der Slot Machine. Nee, schade. Aber echt mal gespannt, was passiert, wenn ich da wirklich mal, was weiß ich, 3 Sterne oder so habe. So, letztes Level. So sind wir bei 16 Minuten, aber das passt eigentlich. Oh, was ist das? Oh, ist ein unterirdischer Level. Oh, ja, ja, der sieht ja ziemlich groß. Der sieht ein bisschen nach Joe und Mac oder so aus. Ich befürchte, der rennt los. Ich bin weg. Ich bin weg. Okay. Jetzt wird's dann doch ein bisschen. Komm, triff. Oh, ich befürchte, hier muss ich gegen den kämpfen, ha? Ja. Ach, Mist. Ah, okay. Das muss man so schaffen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, wenn man am Anfang Mist baut, dann hat man da echt ein Problem. Wie hier. Okay. Ist zwar eigentlich nicht viel, trotzdem muss man sich da konzentrieren, um da hinzukommen. Naja, gut. So. Da kommt er. Okay. Ach Mann. Irgendwie ist die Stelle ein bisschen doof, wo die zwei kommen. Kann ich ehrlich sagen. Ach, da oben war noch mal ein so ein... Okay. Ich befürchte, dass ich das wieder vergeigeln werde. Naja. Ich wollte eigentlich zuhauen. Okay, der erste Boss ist auf jeden Fall nicht so easy. Vor allem, wenn man zu doof ist, mit dem Affen richtig zu springen. Na gut.
Okay, ja, wir möchten bitte ein Continue. Ich hoffe, ich bin wieder in dieser Welt. Ja. Okay. Oh, ey. Aber sagen, hier muss ich... Ist die Steuerung nicht so ideal. Ach, Mann. Mensch, das wäre wohl lacht, dass ich das hier nicht schaffe, ey. Nee. Gut, meine Nemesis ist der erste Endgegner. Es sind drei so eine... Okay. Drei so eine... roten Pillen. Das hat bestimmt was zu sagen. So, diesmal sind wir mit... Ach nee, es sind zwei nur. Schade. So, wir haben einen Treffer mehr. Bis jetzt nützt mir das wahrscheinlich noch nicht so viel. Mal sehen. Ja. Wie treffe ich den? Wahrscheinlich hochspringen und auf die Nase hauen. Naja, mal gucken. So. Lief besser. Geht nicht. Wie treffe ich den? Tja. So. Ja, ja. Einmal probiere ich es noch. Wenn nicht, dann... ja, dann müssen wir das trotzdem heute mal vertagen. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht so spannend für alle, wenn ich ja tausendmal versuche, den Boss zu legen. Aber wenigstens schaffe ich es jetzt, ohne getroffen werden zum Boss. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die... was schlimmer ist. Jetzt getroffen. Hm. Ah, letzter Versuch. Ah, okay.
Ah, ich. Oh. Okay. Jetzt habe ich schon mehr. Ne, zu doll. Nein! Ja, aber man muss den anschubsen und dann den gegenschleudern, das wissen wir schon mal. Trotzdem werde ich jetzt mal Feierabend machen für heute. So. Ja, also an sich eigentlich ganz nettes Jump'n'Run, würde ich sagen. Es lohnt sich mal bei Endstream reinzugucken. Für jeden, der ja, so Super Nintendo Jump'n'Runs mag. Also ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, den ersten Boss wenigstens zu killen. Jetzt habe ich ja auch rausgefunden, wie es geht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein kleines, ja, mein kleiner First Look. Und ich hoffe, es kommen noch ein, zwei andere Super Nintendo Titel rein. Also in letzter Zeit gab es ja zwei, drei. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also NES und Super Nintendo, da bitte viel rein, Endstream. Dankeschön. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GameToMan. Tschüss.